Zuges. Ich darf alle Gäste, alle Spalter, alle aus dem Umland recht herzlich begrüßen, den Stadtrat und viele Ehrengäste, unsere Urlauber der ganzen Woche. Es regnet nicht, es ist gar nicht mehr so arg kalt und wenn man einen Kirmerbaum aufstellt, dann ist es so Sonne kalt. Jetzt schauen wir mal, was die Freiwillige Feuerwehr und dann Stefan Scheuerlein alles so hinkriegt mit ihrem Baum, der ist trotzdem groß, weil wir haben ja andere Zugstrecke ausnahmsweise gehabt, über die Stiftsgasse. Danke, die Kapelle Hofpfeld. Liebe Vereine, was lieferst du da aus? Ich halte das Mikro. Wie immer traditionell unser Saumarktbier mit erntefrischen Hopfen von Spalterbürgern gezupft und zur Kirchweih veredelt als unser Spalter Saumarktbier. Und heute in Cumulo kriegen alle Wirte auf einmal an einer Abladestelle alle Fässer auf einmal. Ist der Trachtenverein auch da? Mit seinem alten Mohn, wie immer, gibt immer noch wertvolle Lieferungen. Und essen und trinken im Spalt. Und natürlich, ja, Wildensbacher Hof, nur als Affessoren für die Vereine, sonst verduschten die. Genau, den Gästen zuwinken. Die sollen ja alle kommen.